Triebwerk hat heute für Quertreiber Tim Schrick drei echte Kracher am Bilsterberg. Die Diskrepanz der Motorlage könnte nicht unterschiedlicher sein. Rockt der Frontmotor im BMW M4 Competition am besten? Oder wackelt der Heckmotor im Porsche 911 GTS am schönsten? Oder hat die Corvette C8 mit dem Mittelmotor das Herz am rechten Fleck? Rennfahrer Tim Schrick wird es für Triebwerk herauskitzeln. Mittelmotor kannst du dir vorstellen, also wenn man das jetzt als Auto sieht und das wäre jetzt hier die Mitte, die Antenne denken uns weg, das wäre die Mitte vom Auto, du steckst einen Spieß da durch und du hast jetzt, wenn du dir vorstellst, hier vorne einen schweren Motor, ganz weit, ganz vorne und hier ist die Mitte und dann willst du das Ganze hier beschleunigen, um die Hochachse, um die Richtung zu ändern. Dann liegt ja auf der Hand, dass wenn das schwere Gewicht weit weg ist von der Hochachse, dass das träger ist, als wenn das schwere Gewicht direkt neben der Hochachse ist, nämlich hier als Mittelmotor, dass das dann schneller geht. Deswegen ist ein Mittelmotorauto nach der Definition eben einfach schwieriger im Grenzbereich zu beherrschen, weil einfach die Drehmasse konzentrierter ist um die Hochachse. So, wir sitzen jetzt hier in der Corvette C8. Schöner 6,2 Liter Sauger, Doppelkupplungsgetriebe. Es gibt keine Handschaltung. Und Mittelmotor. Das gab natürlich einen riesen Aufschrei bei den Puristen. Aber die Corvette hat jetzt einen Mittelmotor. Natürlich spannend, wenn Amerikaner sich denken, wir machen einen Mittelmotor, wie die das Thema angehen und wie das dann fährt. Also da war ich sehr gespannt. Und ich meine, hier haben wir quasi die Basis Stingray, also das ist jetzt noch nichts Spezielles oder sonst wie. Ein bisschen dran gewöhnen, weil einfach völlig neues Auto. Aber du merkst schön, also die Vorderachse kann man eigentlich ganz gut spüren. Lässt sich auch quasi beim Einlenken mit einem kleinen Impuls auch direkt eigentlich in leicht übersteuerndes Fahrverhalten rein überreden, ohne dass du einen Gasstoß brauchst. Wenn man es also nicht übertreibt mit dem Querfahren, ist das Feedback von dem Auto eigentlich ganz cool. Also man merkt schon, das ist agil ausgelegt. Die Corvette ist der Inbegriff des amerikanischen Sportwagens. 7 Generationen oder fast 70 Jahre war der Kult-Ami im klassischen Layout mit einem fetten V8-Motor vorne und Heckantrieb auf dem Markt. Die letzte Wette hat unseren Tim 2017 endgültig verzaubert. Das Auto ist wahnsinnig kompakt im Fahrgefühl. Der ist super ausbalanciert und hat keine abrupten. Der bricht nicht abrupt hinten bricht der aus, sondern wenn du bremst und lenkst, dann fängt er an, hinten so leicht einzudrehen. Und dann kannst du ja genau entscheiden, wie weit will ich das haben und ab wann übernehme ich mit wie viel Gas. Vor 20 Jahren war so eine Corvette wirklich eine Mutprobe. Und heute ist es ein extrem gut liegendes, neutrales Kurvenmobil geworden. Unglaublich. Oh. Revolution oder Evolution? Das V8-Herz der C8 schlägt jetzt mit 482 Pferdchen direkt in der Mitte und heizt den Piloten im Rücken ordentlich ein. Muss man auf jeden Fall gucken, dass man mit dem Gas sehr, sehr dosiert vorgeht, damit das dann nicht unübersichtlich wird. Also es ist ein sehr kompakt zu fahrendes Mittelmotorauto, wo man ein bisschen auch hinlangen muss. Der V8 hat auch ohne Zwangsbeatmung ordentlich Dampf im Kessel. 3,5 Sekunden braucht es auf 100 km/h. Wenn das Auto quer kommt, muss man bewusst öffnen die Lenkung. Also bei anderen Autos geht die Lenkung von alleine wieder Richtung geradeaus. Das ist bei dem Auto ein bisschen anders. Und dann dreht es einen auch relativ schnell ein. Zum Querfahren ist es nicht. Man muss schon ganz wach sein. Du hast jetzt auf jeden Fall mal nicht ein Auto, womit dir so ein Drift mal eben so hip aus der Hüfte rausleierst. Du musst dich auf das Auto echt ein bisschen einschießen. Es gibt ja Autos, da fahre ich 2 Runden und dann kann ich sagen, ach hier, überall geht ja super. Und das Auto zählt da nicht dazu. Das heißt, da muss ich mich ein bisschen drauf einlassen, einschießen, weil am Anfang das wirklich sehr schmaler Grenzbereich war. Dass, wenn du so ein bisschen mehr Lenkwinkel drauf gekommen ist, dann hast du es schwer kontrollieren können. Das, was aber am meisten stört, ist
diese unsägliche Mode, die heute immer mehr Einzug erhält, dass ein Lenkrad nicht mehr rund sein darf, sondern muss irgendwie fancy geformt sein. Ist bei der Corvette leider auch so, das ist irgendwie unten und oben abgeflacht. Du kommst im dritten Gang um die Ecke, willst natürlich ja so ein Auto auch nicht irgendwie grundlos ins Kiesbett stopfen. Und du greifst irgendwie in so ein leeres oder auf so eine Ecke von so einem Lenkrad, das ist der absolute blanke Horror. So ein Lenkrad muss einfach rund sein, weil dann, wenn das Ding kommt, kannst du da, weißt du, genau da greife ich hin, da ist ein Lenkrad. Nee, dann greifst du ins Leere, auf eine Ecke, keine Ahnung, ist für mich absolut, ich werde heute Nacht Albträume von bekommen. 1655 Kilo pures Amerika wollen gezähmt werden. Wenn das Heck so ein bisschen eindreht, kann man mit einem leichten Öffnen der Lenkung das direkt wieder parieren. Bei größeren Driftwinkeln ist er mit Vorsicht zu genießen. Besonders in der gefürchteten Mausefalle. Wenn das Auto in einem Drift ist und droht zu verhungern und du dann Gasstoß gibst, dann wird es ein bisschen unübersichtlich, also gerade in der Mausefalle. Doch der Bilsterberg hat noch mehr driftige Gründe, um die 296 Klamotten Topspeed der C8 lieber nicht voll auszukosten. Also wenn man mit dem Gas ganz vorsichtig ist, kann man die Drifts auch ziehen. Wenn man da einen Gasstoß reinhämmert, dann kriegt man den schwer eingefangen. Also man muss da mit dem Gas dann etwas homöopathischer vorgehen, dann geht das. Was auch geht, ist der Preis für so viel Amerika. Mit 86.900 Euro liegt die Corvette deutlich unter der deutschen Konkurrenz. Wenn man jetzt das Ding hier so am Limit zügig bewegt und ein bisschen vernünftig agiert, also jetzt nicht grob schlechtermäßig aufs Gaspedal haut, dann ist es schon ja, ein agiles Auto mit einem schönen fühlbaren Grenzbereich. Wenn das Lenkrad rund wäre, ja, das ist wirklich ein sehr spaßiges Rennstreckengerät, weil das wirklich vorhersehbar funktioniert und das Ganze sich auch logisch verhält. Für so einen Erstentwurf von irgendwelchen Amerikanern mal eben Mittelmotor bauen mit einem schönen Sauger V8, was ja ein traumhaftes Ding ist. Die Motoren sind super, die sind einfach, haben guten Output und keinen großen Verbrauch. Muss ich sagen, habe ich schon Respekt vor, dass sie das im Erstentwurf mit dem Basismodell so hinkriegen. Top. Bis auf die Tatsache, dass das Lenkrad nicht rund ist. Mit nur halb so viel Hubraum steigt der BMW M4 Competition mit seinem Biturbo 6-Zylinder in den Ring. Frontmotor mit Heckantrieb ist quasi die DNA, die BMW immer schon verfolgt hat. Irgendwelche Opels hatten früher Heckantrieb, die ganze Alpha-Geschichte. Da hat jeder irgendwie auf dem Parkplatz Driften geübt, weil du einfach eine gut belastete Vorderachse hast, mit der du um die Kurve fahren kannst. Gut, und hinten kannst du ein bisschen Spaß haben. Die Vorderräder sind dazu da zum Lenken und die Hinterräder sind zum Antreiben da. Das ist irgendwie fürs Gehirn auch logisch und so weiter. BMW ist da ja nur jetzt irgendwann die letzten Jahre auch abgebogen in Richtung Frontantrieb bei irgendwelchen Einsern und Zweier BMWs. Aber letztlich ist das klassische Layout. Klassisches Frontmotorauto mit Heckantrieb. Leider einer mit Automatikgetriebe. Ich hätte lieber einen Handschalter, aber das Leben ist kein Wunschkonzert. Auch kein Schaltgetriebe, deswegen können wir eigentlich hier abbrechen. Die Lenkung finde ich erstaunlich leichtgängig. Die steht aber auf Sport, wie man hier sieht. Da würde ich mir tatsächlich ein bisschen mehr Feedback und ein bisschen mehr Kraft drin wünschen. Du hörst quasi die Vorderräder eher, als dass du das in der Lenkung spürst. Es ist ein Auto, was erstmal einen wahnsinnig direkten Eindruck macht. Also so auch kleine Lenkwinkel, der reagiert total darauf und ist so ein, du merkst, das Ding ist irgendwie auf Krawall gebürstet. Ich brauche so ein bisschen so ein Gefühl von Rückstellkraft und ein bisschen Gefühl, wenn das Auto quasi im Heck eindreht, dann zieht das auch an der Lenkung. Das ist bei dem Auto sehr schwach ausgeprägt, muss fast keine Kraft aufwenden und das ist extrem einfach die Lenkung zu verreißen, weshalb er auch, glaube ich, ein bisschen diffizil zu fahren ist. Ich finde, wenn man in die Kurve richtig reinbremst, dass man den quasi auf der Bremse zum Eindrehen bringt, macht er nicht. Das heißt also, die elektronische Bremskraftverteilung ist sehr, sehr konservativ, dass wenn du in der Nähe vom ABS bist und dann nachlenkst, dass er dann quasi vorne wegregelt. Wenn du auf der Bremse versuchst einzulenken, dann schiebt es über die Vorderräder. Du musst klassisch gerade das Auto zusammenstauchen, Bremse lösen, einlenken und Gas. Also in die Kurve reinbremsen macht er nicht. Das finde ich immer recht hilfreich. Wenn du etwas zu spät dran bist, dann
dann zeigt das schon mal in die richtige Richtung, dann kannst du dich da so durchhangen mit einem leichten Übersteuern. Kannst du mit dem M4 nicht machen. Auf der Bremse macht er nicht, hinten mitlenken läuft er nicht. Finde ich ein bisschen schade. Damit fehlt Tim neben dem Kupplungspedal eine weitere Zutat in der Driftküche. Du musst den übers Gas holen, dann kommt der sehr abrupt, musst du sehr schnell die Lenkung öffnen, weil es auch ein Turbomotor ist, der dann natürlich mit seinem Ladedruck dann da reinbeißt in die Hinterachse und dann geht die halt auch sofort weg. Weil das Sperrdifferenzial auch sehr aggressiv ausgelegt ist, weil das Auto eben auch im Normalfall eben auch eine gute Traktion hat. 510 Pferde und 650 Newtonmeter Drehmoment wollen gerne Asphalt naschen. Oh, das war unübersichtlich. Also der Übergang vom Neutral zum Übersteuern ist relativ eckig. Ist also nicht so was, was ganz sämig ins Übersteuern reingeht, sondern man muss schon ziemlich bei Sinnen sein. Hat aber auch so ein bisschen seinen Reiz, dass man so ein bisschen wach sein muss und aufpassen muss, weil sonst wäre es ja langweilig. Von wegen langweilig. Nach nur 3,9 Sekunden kippt Tempo 100. In das Auto muss man sich auch so ein kleines bisschen einlassen, dass man irgendwie spürt, was will er eigentlich machen, wann kommt das Heck, wann kommt das Heck nicht und so weiter. Es ist so ein bisschen schwieriger zu erforschen. Früher hast du dich in einen M3 gesetzt, ob das jetzt ein E30, E36, E46 oder E92 M3 war, also der letzte Sauger M3. Du bist in das Auto eingestiegen, warst auf irgendeiner Rennstrecke und bist gefahren und wusstest sofort, okay, ach gut, kannst überall sagen, ich fahre mal hier ganz quer oder ich fahre nur ein bisschen quer oder ich fahre rund. Rückblick. 2014 ist Tim mit dem Vorgänger M4 auf der Rennstrecke in Portimao unterwegs. Mangelnde Streckenkenntnis wird durch das Ziehen einer Reifendriftspur über die gesamte Rennstrecke kompensiert. Das, was ich heute so erlebt habe, lässt mich in Träumen schwelgen. Also, das ist auch eine Driftmaschine. Und auch eine klein bisschen eine Qualmmaschine. Diese Auswahlmöglichkeit hast du bei dem Auto jetzt so auf einem breiten Feld wie früher nicht mehr. Das waren also richtig von vorne bis hinten performante Spaßautos. Und das ist jetzt sehr auf Performance gebürstet. Das reine Potenzial für eine Rundenzeit ist viel, viel höher. Und dann wird irgendwann der Grenzbereich halt auch schmaler. Und das ist einfach der Fall hier. Ne? Also die Reifen sind um Welten besser geworden. Die Technik ist so richtig ausgereizt. Die früheren Autos hatten einen breiteren Grenzbereich und geringere Gesamtperformance. Dafür war aber der Übergang zum, sag ich mal, Blödeln, der war etwas runder. Und das ist quasi der Preis, den man zahlt. Aber ich meine, wenn man mit dem Ding hier sauber knacken lässt und die Quersteher vermeidet, dann hat das Ding ein Mordspotenzial. Also der hat Traktion, der hat Vorderachse und der hat richtig Bums. Dieser Bums hat seinen Preis. Der BMW M4 Competition kostet mit 94.300 Euro gut 7.000 Euro mehr als die Corvette. Dafür gibt's 4 Sitze und einen richtigen Kofferraum. Du hast richtig was zu tun und ich hatte danach Durst, wenn ich ausgestiegen bin und so. Also ist auf jeden Fall unterhaltsam, aber nicht mehr so ein Blödel-Spaßding wie früher die M3s. Also schon ernst geworden, die Nummer. Und ernst heißt heute Tim Schreck. Unser letzter Kandidat will endlich unters Messer. Wie gut gefällt Chefchirurg Schreck der Heckmotor im Porsche 911 GTS? Oh, der Begrenzer klingt aber auch Heidewitzka. Heute geht's bei Triebwerk mit Tim Schreck am Bilsterberg ums Eingemachte. Also lieber Mittel, Front oder Heckmotor. Unser letzter Kracher ist der Porsche 911 GTS mit dem Boxermotor im Heck. Du hast einmal beim Bremsen den Vorteil, dass du die Hinterachse noch viel Gewicht hast, weil so ein Auto sich beim Bremsen auf die Vorderachse stellen will. Also ein Porsche hat immer schon bei maximaler Verzögerung immer schon Vorteile. Schon auch in den 70ern. Und du hast eine super Traktion. Das heißt, also damals im Käfer mit Heckmotor im Winter konntest du an allen anderen einfach vorbeifahren, weil du hast einfach Traktion gehabt, irgendwie hinten belastete Hinterachse. Das hast du beim Porsche auch. So, 911 GTS. Wir haben hier eine Handschaltung, 7-Gang-Getriebe. Handschaltung.
drei Pedale und einen Schalthebel. Das ist einfach immer wieder sehr bewegend, wenn Presseabteilungen solche Autos einfach haben. Super. Der Segen der drei Pedale und eine Driftvorlage mehr für Tim. Die Schaltung ist auch total angenehm präzise, so ein bisschen trocken. Man spürt genau, wo die Synchronisation ist, also richtig schön ungefiltert, ohne dass es irgendwie hakelig ist. Wenn du mit einem Sportwagen fährst und du wechselst die Gänge, dann hast du einfach, weiß ich nicht, also auch wenn das Auto quer kommt und du merkst, der zweite Gang neigt sich dem Ende, schnell den dritten rein und Gas und den Drift so gehalten, da hast du dann, also da hast du sowas, dass du dir ein bisschen auf die Schulter klopfen kannst und das macht einfach Spaß. Hast du alles nicht, wenn du so eine PlayStation-Schaltung hast. Die heißesten Werte des Handschalters, 480 PS, 570 Newtonmeter, von 0 auf 100 km/h in 4,1 Sekunden. Lässt sich wirklich sehr schön positionieren. Man kann ihn mit einem Kupplungsimpuls, kann man ihn so ein bisschen mit dem Heck eindrehen lassen zusätzlich. Wirklich glasklar einfach vom Verhalten her. Eine sehr, sehr kompakte Vorderachse. Eigentlich für den 911er untypisch ist, weil bisher war das so, also bis zum 991 war das immer so, dass du die Vorderachse bewusst belasten musst, wenn du wirklich Richtungswechsel machen willst. Das ist ein Charakterzug. Jeder 911 vom Urmodell über das G-Modell, über den 964, 993, 996 ist immer das Besondere gewesen, dass du mit dem Porsche gucken musst, dass du die Vorderachse auf den Boden kriegst, damit du eine Richtung ändern kannst. Also die Hinterachse schiebt ganz leicht. Du musst Gas wegnehmen oder bremsen, damit das Auto richtig schön abbiegt. Hier, das hat ein 911 früher nicht gemacht. Also ich bin quasi am Schleppgas, ziehe an der Lenkung und das Auto lenkt so ein, dass das Heck gleich mit will. Kannst auch so leichte Drifts fahren. Lässt sich total gut positionieren dabei. Wir fahren hier mit abgeschaltetem ESP. Aber die Stabilisatorregelung, die ist natürlich aktiv und damit hat das Auto eine Variationsmöglichkeit, die so ein 911 nie hatte, dass die Vorderachse immer beißt. Boah, der Begrenzer klingt aber auch Heidewitzka. Der Porsche hat einfach einen riesengroßen Vorteil, dass er quasi aktive Stabilisatoren hat. Ein Stabilisator ist nichts anderes als eine Metallstange, die die rechte und linke Aufhängung miteinander verbindet, also quasi eine Querfeder. Das Auto soll daran gehindert werden, zu rollen, deswegen gibt es einen Stabilisator. Ein Auto fährt möglichst schnell um die Kurve, wenn theoretisch beide Räder, also linkes und rechtes Rad, zur Hälfte mit dem Gewicht auf der Straße sind, dann hätte das Auto die höchste Seitenführungskraft. Kann er ja nicht, weil er zeigt sich ja zur Seite. Der Stabilisator nimmt das, weil das hier einfedert, nimmt er das andere Rad sogar mit hoch. Das heißt, die Radlastdifferenz zwischen rechts und links wird größer. Bei dem Auto nicht mehr. Du machst so, dann machst du den hinteren Stabi ein bisschen härter und den vorderen Stabi ein bisschen weicher und das Auto biegt ab. Und zwar instant, also innerhalb von, ohne Verzögerung. Also das, du spürst nicht, dass dir einer dabei hilft. Und deswegen lässt sich das Auto so schnell und so natürlich aus der Hose rausfahren mit abgeschaltetem ESP. Du weißt genau, wenn du ein kleines bisschen mehr triebst, dreht das Heck ein. Und wenn du das Ganze so im Zaum hältst, dass es nicht passiert, kannst du eben schnell fahren. Und das ist eben Voodoo beim Porsche. Kein Voodoo, dafür bittere Realität. Rund 144.000 Euro Grundpreis für den 911 GTS. Du kannst auch dann, während das Auto quer ist, verlangsamen. Das heißt also, du kannst wirklich dieses kompakte Fahrverhalten, wenn du etwas zu spät dran bist in so einer Kurve, kannst du den wirklich mit dem Heck eindrehen lassen, dabei Geschwindigkeit abbauen und immer noch einen schönen Exit hinbekommen, also einen schönen Kurvenausgang. Also wirklich so, wie ein Auto auf der Rennstrecke sich verhalten muss, damit du wirklich das benutzen kannst wie ein Werkzeug. Also da wüsste ich jetzt auch nicht, was will man jetzt hier dran besser machen. Ne? Das ist wirklich einfach von der Manövrierbarkeit her ein Traum. Oh, Mausefalle. Oh. Das ist jetzt kein besonderer Turbo oder Turbo S oder GT3 oder GT2, sondern es ist ein GTS. Und das fährt schon so, dass du dich fragst, okay, also
Wer jetzt da glaubt, was dran verändern zu müssen, mit dem Fahrwerk oder mit den Reifen oder mit sonst was, weiß nicht, ob das dann vielleicht mit was anderem zu tun hat, aber nicht mit dem Auto. Zeit für Tims Motorenfazit. Die Corvette ist logischerweise, wenn man es mit dem Frontmotor BMW und mit dem Heckmotor Porsche vergleicht, ist das Ding auch quasi in der Mitte drin, von dem, wie er sich so verhält im Grenzbereich. Das Thema Umsetzen in so einer Schikane, da ist er, obwohl das Auto sehr, sagen wir mal, sehr groß ist und auch die Lenkung ein bisschen so, sagen wir mal, etwas weichgespült, etwas verwaschen ist, ist das Umsetzen in der Schikane für das Auto auch wirklich gut geglückt, weil einfach Mittelmotor um die Hochachse gut manövrierfähig ist. Ich war überrascht, wie der M4 im Vergleich zum Porsche doch wirklich deutlich schwieriger zu fahren ist im Grenzbereich. Und er macht jetzt nicht unbedingt den schnelleren Eindruck oder sonst wie. Der BMW versucht auch schnell zu sein und ist sicherlich kein langsames Auto. Überhaupt nicht. Das ist ein High-Performance-Car, kein Zweifel. Aber im Grenzbereich ohne ESP so richtig voll am Limit rumkacheln ist richtig harte Arbeit mit dem Ding. Und obwohl er eigentlich vom Layout her am besten beherrschbar sein müsste, weil Motor vorne, Antrieb hinten ist eigentlich recht easy. Yeah, yeah. Beim Porsche kannst du es relativ genießen dabei. Das ist schon ein deutlicher Unterschied. Die Corvette ist irgendwo in der Mitte angesiedelt. Die ist sicherlich, wird in der Rundenzeit den M4 sicherlich nicht knacken. Aber es geht ja darum, wie viel Spaß macht es, mit einem Auto den Grenzbereich zu erkunden. Das ist ja ein elementares Ding, weil mit keinem der Autos wirst du in irgendeiner Meisterschaft mitfahren, wo es um Zehntelsekunden geht. Sondern das soll ja Spaß machen. Und da hat, muss ich sagen, Porsche den Spagat, dass das Auto ist unglaublich perfekt ausbalanciert und du kannst auch noch richtig rumblödeln, trotz Handschaltung. Also da habe ich ja nicht mal die Hände am Lenker, ich konnte noch mal hier ein bisschen schalten und so weiter. Das ist eine ganz andere Liga, muss man einfach anerkennen. Und ich bin echt ein BMW-Freund immer gewesen, ne? Aber irgendwie gegen das Package vom 911 hat irgendwie gar keine Chance. Nein, ich krieg von Porsche auch kein Geld dafür. Leider. Fortsetzung folgt.